unter einigermaßen regulären Bedingungen. In der heutigen Partie spielt der FC Nantes gegen Monaco. Kurz auf die Startformation des FC Nantes. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Hier also die Aufstellung von Monaco. Sie wählen in diesem Spiel ein 4-4-2 mit Raute, mit einem offensiven Mittelfeldspieler als Unterstützung für die beiden Angreifer. Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist ein Franzose, Benoît Taillade. Kolodziejczak. Gillet. Flanke. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Gefährliche Flanke. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Lassina. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Eckstoß also. Und er schießt. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Dubois. Der Ball kommt. Sigurdsson. Tor. Er macht ihn mit dem Kopf. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Pasalic. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Chai Chue. Das sehen wir hier nicht zum ersten Mal. Im Schnee ist die Ballbehandlung dann einfach doch noch mal einen Tick schwieriger. Ja, sieht man hier auch an seiner Chance. Das kann er natürlich viel besser. Pasalic. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Macht er ihn! Super gemacht vom Torwart. Vielleicht schaffen sie jetzt den Ausgleich mit dieser Ecke. Die Situation geklärt. Sigurdsson. Dubois. Gillet. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Iloki. Sigurdsson. Macht er ihn. Ganz knapp.
Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Im Schnee grätscht es sich eben noch mal besser. Mouimbé. Vizcarondo. Dubois. Flanke kommt, wird das eine Chance? Jetzt vielleicht. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. João Moutinho. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Dubois. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Iloki. Fabio Coentrao. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Klare Abseitsposition. Zur Pause steht es ein. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Pasalic. Jetzt müssen sie aufpassen. Schuss! Da stellt er sich in die Schussbahn und blockt den Schuss ab. Super! Dubois. Gomis. Iloki. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Sigurdsson. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Dubois. Babu. Der Ball war nicht platziert genug. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtige Aktion da kurz vor Ende des ersten Durchgangs. Er hat das Führungstor erzielt und klar, jetzt können sie den Gegner kommen lassen. Die Flagge kommt gut rein. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Fabinho. Toulalon. Iloki. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Den muss er jetzt machen. Ja, da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Ja, kein richtiger Druck dahinter und so kann er ihn nicht platzieren. Fabio Coentrao. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Macht er ihn. Gute Gelegenheit, aber kein Tor. Kolodziejczak.
Fabio Coentrao. Nun Jeremy Toulalon. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da zieht er ab. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Und er schießt. Und die Chance. Toulalon. Den Ball hält er gut. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hier. Macht er ihn? Nee, so nicht. Da vergibt er die Chance. Kein guter Versuch. Da war der. Definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Jetzt bringt er die Flanke rein. Und jetzt ein Schuss. Er setzt den Schuss daneben. Ist das dem Schnee geschuldet, ein Stück weit? Vielleicht nicht nur, aber eins ist klar. Einfach zu spielen ist dieser Untergrund nicht. Fabio Coentrao. Iloki. Thomasson. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Iloki. Sala. Sigurdsson. Den Ball halten, Zeit runterspielen, ist vielleicht nicht schön, aber man kann es verstehen. Klar, dass sie jetzt Zeit von der Uhr nehmen wollen. Ist nicht so schön für die Zuschauer, aber der Zweck heiligt die Mittel. Das Ergebnis soll nun gehalten werden. Sie stellen auf eine defensive Taktik um jetzt. Mal schauen, ob sie mit diesem Taktikwechsel Erfolg haben. Wäre nicht das erste Mal, dass sich eine Mannschaft zu früh auf die Defensive verlässt. Jetzt gibt es einen Einwurf. Chai Chue. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Sandro. Bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Iloki. Die Flanke sah gar nicht so schlecht aus, aber trotzdem ist der Ball weg. Das